Recht herzlich willkommen zur 245. Folge von City Skylines. Ja, wir wollten den öffentlichen Nahverkehr revolutionieren. Ne? Das ist ja, weil unsere Zahlen da total schlecht sind. Wir sind ja nur am Draufzahlen bei der ganzen Geschichte, hatten wir ja letztes Mal festgestellt, wie wir hier sehen. Ne? Überall steht jetzt Minus davor. Wir müssen ja irgendwann mal ins Plus kommen. Ne? So, und wie machen wir das? Das ist jetzt hier die Frage, ne? 15.000, 2.000, 9.000, 2.000, 1.000, 4.000, Taxis. Und die Einnahmen verändern. Kann man die Preise denn anpassen? Das ist die Frage. Hier können wir das Budget verteilen, ne? Haben alle 100%. Okay, hier kann man die Budgets dann erhöhen. Dann gibt es auch mehr Taxis und mehr Busse und so weiter. Das ist jetzt echt die Frage, ne? Vielleicht sollten wir da überlegen, dass wir hier zum Beispiel nachts das Budget kürzen, weil da müssen gar nicht so viele fahren vielleicht. Haben wir 50% die Nacht. Monorail, zack. Wir ziehen das mal nachts alles runter. Gucken, ob das was ändert. So, was war das hier? Ach, hier oben Straße. Die sollte nachts vielleicht genauso repariert werden wie tagsüber auch. Da, das sind die Busse etc. Haben wir runtergesetzt, ne? Das ist die Frage, ob sich dann da was ändert. Ich glaub's ja nicht, ne? So. Hier sind jetzt drei Windräder, die da noch nicht drehen. Wie sieht's hier mit Strom aus? Okay, das ist auch gerade nicht das Beste. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir die auch aktivieren. Freuen die sich nicht drumrum, ist auch klar. Aber irgendwie müssen wir ja was machen, ne? Dass wir wieder Strom kriegen, mehr. Hier ist doch irgendwo eine Hütte, die kaputt ist. Da. Das Gebäude ist verlassen. Aber sonst ist es wenig, ne? Was hier verlassen ist jetzt gerade. Ist gerade gut am Laufen in der Stadt, oder wie sehe ich das? So, lass mal hier nochmal den Bagger weg. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Krankenhaus? Ja. Stromversorgung ist gestiegen. Wie sieht es denn mit dem Krankenstand aus? Das ist natürlich alles super, ne? Bestattungs... Ja. Die Frage, ob man sowas dann noch braucht, ne? Ob das nicht überproportioniert ist. Sind die denn hier krank? Kranke Bürger. Und da ist eine Arztpraxis. Warum gehen die da nicht hin? Gute Frage, ne? Hier ist natürlich in der Nähe nichts, deswegen geht es denen auch nicht so gut. Hier auch nicht. Vielleicht sollten wir da mal die Sauna aktivieren oder da den Arzt. Komm, machen wir den Arzt erstmal an. Ah, ist da auch hingegangen, aber da nicht mehr. Hier ist aber auch alles gut noch. Ja, hier blinkt alles schön und funktioniert aber auch alles. Hier hinten ist was zu machen. Müllberge, schaffen wir gerade weg. Was haben wir hier für zwei Sachen? Kranke Bürger und kranke Bürger. Sind hier eine Praxis? Nee. Also hier gibt es eine Arztpraxis, aber mehr auch nicht. Brauchen wir dann noch eine mehr? Ja, ein paar kranke Bürger muss es auch geben, ne? Das ist eine Arztpraxis. Ja, hier wäre es vielleicht sinnig, noch eine zu öffnen. Da sind wir jetzt gerade verkehrt. Ich möchte nicht den Platz, ich möchte das Gebäude. Wieso kriege ich denn jetzt jedes Mal diesen Platz angezeigt?
Ist der zu oder was? So, jetzt haben wir die Arztpraxis auch, ne? Ja, erreicht auch diese Gruppe. Und dann ist das vielleicht besser. Hier oben ist auch noch viel Orange. Da ist aber auch gerade nichts in der Nähe. Hier wäre noch was. Komm, machen wir mal hoch. Kommt aber nicht bis dahin. Aber vielleicht sind dann welche von hier, die danach da gehen und so weiter. Ne? Kettenreaktion, würde ich jetzt sagen. Ja. Da sind ein paar Häuser, die wir wegräumen müssen. Und hier oben sind auch so ein paar Sachen. Das ist eine Arztpraxis. Ja, machen wir auch an. Weil hier haben wir auch ein paar Gebäude, die nicht so tolle laufen. Mhm. Die haben kein Problem, sind aber rot. Warum sind die rot? Weil wir was anhaben? Ach so, Gesundheit, okay. Naja, aber ist ja noch nicht so schlimm dann. Gut, hier müssten wir schon wieder wachsen. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier was haben. Was unseren öffentlichen Nahverkehr zugutekommen würde. Kein Strom fürs Heizen, nur Strom fürs Heizen. Hubschrauberpriorität. Lieber mit der Fähre, was ist das? Mit der Fähre. Okay. Mhm. Das wäre jetzt das Gegenteil, was ich da eher brauche. Keine Erhöhung, sondern eher runter. So ist schon alles. Um Bildung erhöhen kann man damit Werbung auf den Zeppelin. Sehr schön. Steuererhöhung. Steuerentlastung für Büro. Lasst uns auf den Putz hauen. Nee. Unternehmen, Multiplikator für Großunternehmenplanung für Industrieflächen, Hightech-Häuser, Hochhausverbot, Verbot für starken Verkehr. Ja, Förderung des Fahrradfahrens, Fahrradbahn auf Gehsteigen. Ja, das ist ja vielleicht sowieso sinnig. Nicht mit mir. Altstadt. In diesem Gebiet können nur Anwohner und Geschäfte Motorfahrzeuge benutzen. Allen anderen ist das verboten. Das ist eine coole Sache. Und dann muss man das aber, glaube ich, noch hier einstellen, oder? Wo war denn unsere Kernstadt? Jetzt muss ich mich gerade orientieren. So, ne? Genau. Und unsere Kernstadt ist hier eigentlich. So, da und dann das. Ah ja, ich glaube, ich habe schon bei allen jetzt eingeschaltet, oder wie sehe ich das? Ja, das bei allen. Das wollen wir aber nicht, das ist doof. Das wollen wir nur bei einigen dann machen, oder? Ist jetzt aber bei allen, oder was? Ah, das hat ja gut geklappt dann. Jetzt können wir bei allen das anklicken, oder was? Altstadt. Warte mal, wenn ich jetzt hier ins Leere klicke, kann ich das bei allen jetzt ausschalten oder nicht? Ja. So. Ja. Das bedeutet, ich habe jetzt alles erstmal aus, richtig? Jetzt möchte ich das aber hier zum Beispiel, weil das unsere Altstadt ist, einfügen. Genauso wie hier vielleicht auch. Genau. Jetzt habe ich das in diesen drei Bezirken. Das ist doch schon mal gut, oder? Hier kann man das auch machen.
Machen wir mal so und gucken, was dann passiert. Gibt schnelle Erholung, kein Wiederaufbau, automatische Maut. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Haben jetzt so ein paar Gebiete ja hier. Das ist die Frage, ob diese Autobahn auch davon betroffen ist, ne? Das wäre dann schlecht. Dann müsste man das nämlich wieder rausnehmen hier. Steht das da irgendwo? Weiß ich jetzt nicht. Können das ja mal beobachten, indem wir jetzt so machen und schauen, ob dann mehr Autos da reinfahren. Ich glaube, könnte sein, ne? Schwierig zu beurteilen. Auf jeden Fall ist hier erstmal was zum Ändern. Ja. Notfalls müssten wir halt den Dingensbezirk hier anpassen, ne? Das können wir sowieso machen. Machen wir das hier. Ne, das ist nicht da. Da ist es. Da müssten wir das wegmachen, ne? So muss man es dann machen, ne? Das gehört ja noch zueinander, aber nicht dazu. Das könnte man jetzt wieder dazu machen dann. Okay, jetzt haben wir es dann so. Mach das nochmal da weg, dass wir da die Straße machen. Ja, dann haben wir hier ein neues Gebiet jetzt zwar erschaffen, aber das ist auch nicht so schlimm. Dann können wir dieses Gebiet definitiv... Ne, das lassen wir so. Und dieses Gebiet geben wir als Altstadt dahin. Ja. 43 Euro der Quadratmeter. 3000 Leute wohnen da. Abgrenzende Gebäude. Naja. Richtlinien. Altstadt. Förderung des Fahrradfahren. Sollte man vielleicht noch machen. Das machen wir da auch. Blitzableiter. Ja, das brauchen wir jetzt nicht, ne? Die Frage, ob sich dadurch was geändert hat, ne? Hier haben wir auf jeden Fall einen Stau bei der Eisenbahn. Der will wahrscheinlich in den Bahn. Ah, jetzt fährt der andere weg, dann fasst du das wohl doch oder so, ne? Ja, okay. Ja, ich glaube nicht, dass sich jetzt hier finanziell irgendwas geändert hat an unserem Budget. Nicht wirklich, ne? Es gestaltet sich relativ schwierig hier mit dem Verkehr. Beziehungsweise dem öffentlichen Nahverkehr, dass wir den optimiert dahin kriegen, ne? Ich stelle mir die Frage, ob das überhaupt machbar ist. Wahrscheinlich auch das nicht, ne? Sollte man irgendwie mal so eine Studie erstellen, wenn man so eine Karte macht, ob sich das rentiert mit Bus und Bahn. Vielleicht eine neue Stadt einmal anfangen und zu gucken, ob das ist, ob das geht, dass das überhaupt finanziell irgendwie machbar ist. Was natürlich gehen könnte, ist, es gibt ja auch Straßen mit Bus und Spuren und sowas, dass man das favorisiert, ne? Ja, da sind die Busse natürlich dann vorne bei weg. Vielleicht müsste man das machen, damit es auch besser läuft, ne?
Vielleicht sollten wir da mal nächste Runde dran arbeiten. Ich glaube, das bringt noch ganz viel. Na, dass wir das hinkriegen, dass die dann auch Vorfahrt haben, die Busse. Da werden wir einige Straßen umändern. Das machen wir aber in der nächsten Folge, denke ich mal. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und ja, wenn sonst noch was ist, gerne in den Kommentaren. Und würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.